Geld verdienen im Schlaf. Das klingt klar nach einem der tollsten Jobs der Welt. Diese Studentin dient Björn Rasch als Versuchskaninchen. Im Labor experimentiert der Biopsychologe der Universität Freiburg mit Schlaf. Diese Forschung ist aber alles andere als Entspannung. Es ist tatsächlich aufwendige Forschung, es ist auch teure Forschung. Die Leute kommen her, sie schlafen hier, es muss immer jemand da sein, der aufpasst. Wir können hier zwei Personen gleichzeitig messen und wir brauchen immer ungefähr 20 bis 30 Personen, um eine Frage zu beantworten. Es handelt sich tatsächlich um aufwendige Forschung. Die Experimente finden immer während der Nacht statt. Mitarbeitende müssen den Schlaf der Versuchskaninchen ständig überwachen. Zwischenfälle passieren sehr schnell. Einmal habe ich tatsächlich jemanden, war so ganze Nacht schon wach und so ein bisschen gedöst und dann habe ich so auf die Kamera geschaut und dann sehe ich auf einmal die Versuchsperson, wie sie aufsteht im Bett und sich ganz wild die Elektroden vom Kopf reißt. Und dann bin ich reingegangen und ja, der hat noch geschlafen, also der hat geschlafwandelt, der ist dann erst aufgewacht, als ich reingekommen bin. Das war sehr beeindruckend. Die Schlafstudien sind entsprechend aufwendiger, als man denkt. Aber das Thema fasziniert die Studierenden von Björn Rasch. Es macht mir viel Spaß. Ich finde es sehr interessant, die Experimente, die hier gemacht werden. Schlaf ist eine spannende Sache und die EEG-Technik zu lernen ist auch natürlich eine große Chance für Studenten. Und ja, es ist wirklich schön, hier zu arbeiten. Es ist halt nachts. Wenig überraschend, der Schuster trägt die schlechtesten Schuhe. Auch Björn Rasch kennt Schlafstörungen aus eigener Erfahrung. Wenn man jetzt Schlafforschung macht und sehr viel über Schlaf weiß, ist das auch nicht unbedingt förderlich für den Schlaf, weil man hört die ganze Zeit, Schlaf ist gut für die Gesundheit, Schlaf ist gut fürs Lernen, Schlaf ist gut gegen Stress. Und dann denkt man sich, oh Gott, wenn ich dann einmal nicht schlafe, dann bricht gleich die Welt zusammen. Da muss man dann auch so ein bisschen wieder Abstand nehmen. Und deswegen sage ich meinen Studenten auch immer, obwohl sie jetzt in einem Seminar sitzen, wo ich ein Semester lang erzähle, wie wichtig Schlaf ist, man kann auch mal einen Nachtschlaf weglassen, man kann euch auch mal eine Nacht durchmachen, das holt der Körper schon wieder auf.